Das ist Sinans Woche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video. Herzlich willkommen zu Sinans Woche, die Show-Ausgabe 2. Bevor es losgeht mit den Nachrichten, ein kleiner YouTube-Videotipp. Und zwar The Changeman hat ein Video vor etwa 3 Wochen hochgeladen, das da heißt Zwischen Erfolg und Burnout. 1 Monat Vollzeit-YouTuber im Selbstexperiment. Super spannendes Video, gerade für mich, wo ich ja jetzt hier diesen Kanal quasi neu aufziehe. Was bedeutet das eigentlich, wenn man Vollzeit-YouTuber sein will oder es ist? Viele interessante Interviews und auch erschreckend irgendwie zu sehen, was der Erfolg mit einem machen kann. Da weiß man gar nicht mehr so sehr, will man das überhaupt oder nicht oder doch? Sinans Woche. Die Nachrichten. Das Wichtigste zu Beginn, also erstmal die Nachrichten. Letzten Mittwoch war ja der 20. Januar. Ja, schön, oder? Warum erzähle ich euch das? Weil an diesem Tag wurde Joe Biden der neue Präsident der USA. Und auch das sollte jetzt gar keine neue Nachricht für euch sein. Ich möchte das nur nochmal erwähnen. Also der 20. Januar ist vorbei. Joe Biden ist Präsident. Draußen, ich guck mal kurz nach, ist keine Apokalypse. Warum sag ich das? Wir gucken mal, was vor einer Woche Attila Hildmann in seiner wunderbaren Telegram-Gruppe geschrieben hat. 20. Januar ist der Stichtag. Dann wird sich die Diktatur offen zeigen. Du hast 5 Tage Zeit, vorzusorgen. Kauf für mindestens 6 Monate Grundnahrungsmittel, Ausrüstung. Nutze deinen Tag, um dich jetzt noch zu vernetzen mit Gleichgesinnten in der echten Welt. Stromausfall, Internetausfall, Bioterror über Dark Winter, Militäroperation, Versorgungsausfälle, vergiftetes Wasser, großer Hunger, Terror, Chaos, all das wird bald losgehen. Nutze die nächsten 5 Tage sinnvoll, mach exakt, was ich dir sage. Wie gesagt, das war vor 7, 8 Tagen, da hat er das in seiner Telegram-Gruppe geschrieben. So, wir wissen alle, es ist überhaupt gar nichts passiert. Welche Diktatur? Es hat sich nichts gezeigt, es ist überhaupt nichts passiert. Und dann stelle ich mir immer diesen armen Trottel vor, der das liest und sich jetzt den ganzen Keller voll mit Dosenravioli gestellt hat, alles voll gepreppert und da sitzt und eigentlich auf den Tag wartet, der niemals kommt. Jetzt könnte man ja denken, es wäre von Attila Hildmann gar keine so schlaue Idee, mal so ganz fixe Daten zu nennen. An dem Tag, das ist der Stichtag, weil dann könnten wir ihn ja genau darauf festnageln. Dann könnten wir ja sagen, aber Attila, schau mal, es ist ja gar nichts passiert. Deswegen war ich so gespannt zu sehen, was kommt jetzt nach dem 20. Januar. Die Apokalypse ist nicht eingetreten. Und wir schauen mal rein, was hat er geschrieben? Ganz wichtig, alles in Caps Lock, also groß geschrieben. Jetzt muss es wichtig sein. Du brauchst dringend ein paar volle Benzinkanister. Och, geht das jetzt schon wieder los? Was brauche ich denn noch alles? Jetzt habe ich schon den ganzen Keller voller Dosenravioli. Jetzt mache ich mir noch eine private Tankstelle irgendwie im Keller auf. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich immer noch weiter mich vorbereiten muss. Und was ist jetzt eigentlich mit diesem Tag, der irgendwie gar nicht eingetroffen ist? Bla 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 bla. Tut es bis zum 1. Februar. Danach ist der Käfig zu. Aber Entschuldigung mal bitte, wie blöd ist das denn? Wir können doch nicht einfach irgendwelche Stichtage ausrufen, dann tritt diese Prophezeiung einfach gar nicht ein und das nächste, was wir machen ist, ja, ich hab da ein neues Datum, der erste Februar, der jetzt aber wirklich. Wie geht denn das dann weiter? Am 1. Februar habe ich dann den ganzen Keller voller Benzinkanister, habe 5 Millionen Tonnen Dosenravioli und frag Attila völlig ausgerüstet, so, wann geht's los? Was ist Sache? Sag mal. Und er sagt, ja, 1. Februar habe ich mich ein bisschen verschätzt. Aber der 12. März, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Im Übrigen ist das überhaupt kein neues Phänomen. Das gab es auch früher schon, wenn irgendwelche Sekten bestimmte Daten ausgerufen haben. Da werden wir von Aliens abgeholt und die ganze Erde wird zerstört. Und wenn das dann nicht eintrifft, dann erfindet man sich einfach irgendwie eine These, warum das nicht passiert ist. Die Aliens hatten auf einmal Mitleid, aber es gibt jetzt ein neues Datum. Ich kann die Nachrichten hier nicht seriös vortragen. Das ist so dumm. Apropos dumm, Michael Wendler ist natürlich auch ins Prepper-Game eingestiegen. Für ihn ist ja auch klar, in den nächsten Wochen und Monaten, da wird alles zusammenbrechen. Und damit man irgendwie überleben kann, braucht man natürlich so Prepper-Stuff. Und das kauft man am besten beim Kopp-Verlag.
dieses schöne Kurbelradio. Dieses wunderschön gelbe Kurbelradio kann man kaufen, das braucht keinen Strom, keine Batterien. Man kann einfach kurbeln und Radio hören. Ja. Das Geilste an dem Ding ist natürlich ein ganz normales UKW-Radio, also Ultra-Kurzwelle. Und ich frage mich, lieber Wendler, was empfange ich eigentlich darüber? Ich kann es dir sagen, da kriegst du ganz tolle Sender rein, wie WDR5, DLF, NDR. Ich weiß nicht, aber nicht, dass sich deine Fans, wenn sie dann sich schön einkurbeln, irgendwie noch so Mainstream-Nachrichten auf einmal hören und auf die schon eingetretene Erwachung nochmal erwachen. Gefährlich. Wie wäre es statt einem Kurbelradio dem Schwurbelradio? Das fände ich gut. Pack diese ganzen Antennentechnik, das ist sowieso, da ist hier Antenne 5G, ganz gefährlich. Irgendwie, da musst du einfach nur so dran kurbeln und dann kommen da so aufgezeichnete Sprachmemos von Attila Hildmann und Michael Wendler. Ich glaube, das muss noch entwickelt werden. Aber ich glaube, der Kopfverlag, der hat da keine Probleme mit, das dann zu vertreiben. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ist denn dieser sympathisch klingende Kopfverlag? Also neben dem Prepper Online Shop ist es einfach ein Verlag. Und hier, Zitat aus Wikipedia, er führt unter anderem rechtsesoterische, grenz- und pseudowissenschaftliche, verschwörungstheoretische sowie rechtspopulistische und rechtsextreme Titel. Na, das klingt doch sympathisch, oder? Das ist doch ein Laden, für den gibt man gerne seinen Namen her, aber gut, Wendlers Name ist komplett verbrannt. Der wird nicht mehr viele Angebote und Kooperationen haben. Kooperationen. Und bevor jetzt wieder welche sagen, ja, wieso, man kann doch auch mit dem Kopfverlag zusammenarbeiten, gibt es denn gar keine Meinungsfreiheit mehr? Doch klar gibt es Meinungsfreiheit. Aber es gibt natürlich auch die Freiheit, dass man Menschen aufgrund ihrer Meinung halt scheiße findet. Ganz viele Menschen finden auch mich scheiße und das ist voll okay. Und ja, wenn man halt mit solchen Firmen zusammenarbeitet und daraufhin ganz viele Menschen einen eher so ein bisschen semi-cool finden, dann muss man damit leben. Und damit muss dann auch seine liebe Frau Eva Braun, Laura Müller leben, die sich im Übrigen jetzt auch zusammen mit dem Kopfverlag getan hat und ebenfalls Produkte für sie bewirbt. Sie bewirbt zum Beispiel den Infrarot-Dörrautomaten. Ich wusste nicht mal, was das ist. Also das soll irgendwie so ein Ding sein, was Obst und Gemüse länger haltbar macht. Und sie sagt selbst dazu, wow, den hat sie gerade entdeckt. Und sie wollte schon immer einen haben. Na, glücklicherweise hat der Kopfverlag auch solche Produkte im Sortiment. Liebe Laura, ob die Kooperation mit dem Kopfverlag wirklich so karrierefördernd ist, ich weiß nicht. Wir haben immer noch eine extrem nervige Pandemie und die Maßnahmen sind auch alles andere als cool. Nichtsdestotrotz geht man davon aus, dass sie natürlich irgendwas bringen. In Telegram-Gruppen sieht das anders aus. Da ist man sich eigentlich sicher, Lockdown bringt nichts, Masken bringen nichts. Und da habe ich gedacht, ich mache mal wieder eine anonyme Umfrage. Meine Frage diesmal war, 2020 hatte ich mehr Erkältungen als die Jahre zuvor? Ähnlich viele Erkältungen wie sonst auch? Oder weniger Erkältungen als die Jahre zuvor? Und ich glaube, dass die Telegram-User, die jetzt diese Umfrage gesehen haben, nicht ganz verstanden haben, worauf ich eigentlich hinaus will. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie relativ ehrlich geantwortet haben, ohne zu wissen, dass sie sich damit vielleicht so ein bisschen ins eigene Bein schießen. Die interessante Auswertung sieht so aus. 0% hatten mehr Erkältungen als die Jahre zuvor. 24% hatten ähnlich viele Erkältungen wie die Jahre zuvor und gewaltige 76% hatten weniger Erkältungen als die Jahre zuvor. Warum finde ich das so spannend? Erstens deckt sich das mit meiner Wahrnehmung. Ich war 2020 nicht ein einziges Mal krank. Es ist das erste Jahr, seit ich, glaube ich, denken kann, dass ich absolut keine Erkältungskrankheit hatte. So, das Spannende daran ist ja, man kann natürlich darüber diskutieren, wie gefährlich das Virus jetzt genau ist und ob Maßnahmen eventuell auch Nebenwirkungen haben für die Wirtschaft und so weiter. Absolut. Aber zu behaupten, Masken, Lockdown und so weiter hätten überhaupt gar keine Wirkung und gleichzeitig stellt man aber fest, dass die Erkältungskrankheiten viel weniger geworden sind, das passt natürlich nicht überein.
Deswegen an dieser Stelle gerne mal in die Kommentare schreiben, hattet ihr mehr, weniger oder gleich viele Erkältungen im Jahr 2020? Finde ich unglaublich spannend, diese Frage. Denn ich bin 2020 wirklich erwacht und habe gemerkt, scheiße, Händewaschen bringt voll viel. Diese ganzen Hygienesachen, die sind gar nicht so blöd. Unabhängig davon, ob ich jetzt auf der Intensivstation mit dem Schlauch im Hals liege, finde ich, ein Jahr mal so keine Erkältung haben, ist doch eigentlich ganz cool. Nur mal so drüber nachdenken. Sinans Woche. Kunst und Kultur. Ich war überrascht, wie gut diese Kategorie bei euch ankam. Deswegen auch in dieser Woche natürlich Kunst und Kultur. Und diesmal eine Empfehlung für euch. Abstract Sunday auf Instagram. Mit dieser Ausgabe von Kunst und Kultur geht es um den Instagram-Account Abstract Sunday, der bereits 1 Million Abonnenten hat, also gar nicht mal so unbekannt ist. Nichtsdestotrotz möchte ich ihn euch empfehlen. Es ist wirklich sehr, sehr schön, im tristen Alltag ab und zu schöne Grafiken zu sehen. Wir schauen uns mal ein paar Werke an. Hier, da wäre zum Beispiel der Eisbär, dessen Nase und Schnauze hier durch ein handelsübliches Feuerzeug verkörpert wird. Es ist auch sehr interessant zu sehen, dass durch diese Dreidimensionalität der eigentliche Eisbär schon leicht unscharf wird. Der Fokus liegt hier auf der Hauptmechanik des Feuerzeuges. Der Eisbär schaut ein wenig traurig. Diese Grafik mag sehr simpel sein, aber auch einfach genial. Der Kanal ist im Übrigen von Christoph Niemann. Christoph Niemann ist nicht ein Niemand, sondern ein deutscher Illustrator, Grafiker und Autor. Er ist 50 Jahre alt und ich bin ein großer Fan von ihm. Zu guter Letzt hier noch ein anderes Werk von ihm. Hier sieht man eine Frau, die sich gerade die Nägel lackiert. Bei genauerer Betrachtung sind die Nägel dann doch Streichhölzer und auch der Lackierpinsel ist ein Streichholz. Man kann nicht genau erkennen, ob die Frau eine Schnute zieht oder auf den frisch angelegten Lack pustet, sodass dieser schneller trocknet. Nichtsdestotrotz auch wieder ein sehr, sehr geniales Bild. Ich empfehle Abstract Sunday. Viel Spaß damit. Sinans Woche. Das Meme der Woche. Kommen wir zum Meme der Woche. Das Meme der Woche ist diesmal von der Heute-Show. Man sieht verschiedene Politiker, wie sie ihre Maske abnehmen, beziehungsweise wie sie unter der Maske aussehen. Die Gesichter sind stark deformiert. Sie sehen aus, als hätten sie mit der Zeit die Form der Maske angenommen. Das ist natürlich Quatsch, ist aber auch ein bisschen lustig. Allerdings muss ich sagen, der Witz ist geklaut, ist aus dem Film Hot Shots. Wir sehen hier ein Bild aus Hot Shots. Das ist der Pilot, der gerade landet, mit einem starken Ruck zum Stehen kommt, sein Gesichtsatemding da absetzt und er hat eine ganz langgezogene Schnauze. Sehr lustig, sogar lustiger als von der Heute-Show. Sinans Woche. Real Talk. Real Talk. Heute mit dem Thema Transparenz. Ich stehe einfach tierisch auf Transparenz und deswegen habe ich mich dazu entschieden, alle Einnahmen auf diesem Kanal hier offen zu legen. Die Werbeeinnahmen, die der YouTube-Kanal hier generiert, Spenden, die reinflattern. Ich werde das alles in schönen Graphen euch präsentieren. Wir können dann gemeinsam die Zahlen von jeder Woche vergleichen. Ihr könnt dann entscheiden, das ist viel zu viel für den Scheiß, den er da macht, oder ihr sagt, das ist viel zu wenig für den Scheiß, den er macht, oder ihr sagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Im Übrigen, eine sehr gute Freundin von mir sagte, das wäre eine saudumme Idee und ich solle das nicht tun. Jetzt ist es zu spät. Warum mache ich das? Ich mag einfach Transparenz, ich mag Ehrlichkeit, ich mag Offenheit. Ich finde auch, vor allem in Deutschland wird viel zu wenig über Zahlen gesprochen, also über Geld. Im ersten Graphen sehen wir die Werbeeinnahmen durch YouTube der letzten 28 Tage. Das heißt, wir sehen immer Woche für Woche, wie die letzten 28 Tage eigentlich aussahen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein Aktienkurs von Sinans Woche. Jede Woche werde ich jetzt ein Update geben und dann sehen wir, entwickelt sich der Kanal nach oben, nach unten oder bleibt er ungefähr bei der Summe. Fand ich einfach ganz spannend, so als Barometer. Und den zweiten Graphen, den man sieht, das sind die einzelnen Spenden. Und der hat mich jetzt mal schon direkt nach der ersten Woche komplett umgehauen. Da hat jemand eine Einzelspende von 50 Euro dagelassen. Also 50 Euro in diesen Kanal hier investiert. Da war ich wirklich baff. Und die Graphen sind so zu verstehen. Orangene Balken sind einzelne Spenden an dem Tag.
Und die gestrichelte Linie ist einfach aufkumuliert, also addiert immer weiter, um zu schauen, am Ende des Monats könnte man zum Beispiel einen Cut machen oder am Ende des Jahres. Dann wüsste man, wie viel wurde diesen Monat bzw. das Quartal oder das Jahr für diesen Kanal hier gespendet. Das war's wieder für diese Woche. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt fit, bleibt gesund, bleibt positiv von eurer Einstellung her. Ich bin mir sehr, sehr sicher, es wird besser, es wird besser. Es wird vielleicht noch mal ein bisschen schlechter, aber es wird besser. Also Ruhe bewahren. Nächste Woche habe ich wieder eine schöne Sendung für euch. Abonnieren, bla bla bla. Ich habe das noch nie gekonnt. Macht's gut und auf Wiedersehen. Gerne das Video hier teilen. Das wollte ich noch sagen. Genau, teilt das Video hier. So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss. Das war Sinanswoche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video.